Ja, ich bin heute in Rabau bei Karl Karner, Bildhauer. Du eröffnest einen KS-Garten mit Skulpturen, Tümpeln habe ich gesehen und alles Mögliche. Hinten sehe ich ein neues Gebäude, aber das schauen wir uns kurz an. Was heißt KS-Garten? Ja, KS-Garten, also Karner Skulpturen, Garten, Park. Also es wird so ein Experimentierfeld eigentlich, ist es der Garten entstanden jetzt für mich. Ja. Hinter mir? Ja. Ein Eich. Hörnchen? Ja. Ja, mit dieser Aufschrift Karl Karner gestorben am. Ich weiß nicht, ob man das so sieht auf der Seite. Und das ist für mich eine ganz wesentliche Arbeit. Da war ich glaube ich so 24, 25, wie ich die erarbeitet habe. Da hat es auch Performances dazu gegeben. Und dieses gestorben am. In wenigen Berufsgruppen ist der Tod sehr stark verknüpft mit dem Spekulieren. Was passiert nach seinem Tod, nach seinem Werdegang oder was? Und das ist im künstlerischen Bereich sehr wesentlich. Und das hat mich damals irrsinnig fasziniert und mit dem habe ich dann eine größere Werkserie gemacht. Und ja. Du glaubst, dass du als Eichkatzler auf die Welt kommst? Keiner. Die Eichkatzler sind so hektisch, sie sind so Sammler. Ja. Und von dem steht das ganz gut für. Und so ein Tier für so ein wichtiges Thema zu nehmen, ist vielleicht ganz lustig, glaube ich. Ja. Wir schauen da weiter. Wie groß ist dein Garten? Das hat ca. 1 Hektar Größe. Und wo wir jetzt gehen, das war früher ein Maisacker. Und mit 21 habe ich angefangen, den umzuformen. Also zuerst entsäuern, dass die Nährstoffe uns rauskommen und sukzessive halt mit der Baumstruktur oder was eine Form zu geben. Ja. Das ist eine ganz neue Arbeit, die ist aber jetzt so aufgestellt, die wartet noch auf ein Event. Also die wird irgendwann einmal demnächst, wenn ich, keine Ahnung, zu einem gewissen Anlass, werden die Objekte dann zerschlagen von Besuchern und so und dieses Klopfen und dieses Zerstören oder die Neugier, was drinnen ist, eigentlich, das fasziniert mich auch. Und das geht auch in unserer Zeit immer mehr und mehr verloren, dieses handwerkliche, also Material dieses Schmutzwerk. Ist das? Das ist Gips und Ton. Und das ist eigentlich die Stützform für einen Aluminiumguss. Und in jeder Form ist eine Skulptur drinnen. Ist eine eigene Arbeit. Dann schauen wir wieder weiter. Weil wir müssen um und um kommen. Ja. Da habe ich jetzt schon, da habe ich heuer angefangen, mit einer Serie Tümpel zu errichten. Und das ist der kleinere, drum ist der größere. Und wo ich versuche Bentonit, das ist der beste Ton. Ja. Ich kaufe das pulveriger Form und das wird dann wirklich mit den Füßen und mit den Händen wird das reingeknetet, bis das dann homogene Masse wird und dann auch das Wasser nicht mehr weg kann. Ja? Weil wir in unserer in dem Raptor haben wir immer wieder diese Sandschlieren, so, die was denn das Wasser Sand dann eigentlich versickert. Ja. Wie viele Tümpel hast du jetzt da? Da drüben ist ein Schwimmteich, der ist aber mit Folie noch gemacht, ja. Der erste. Und die habe ich jetzt also ohne Folie gebaut. Ja. So, und die sollen ein bisschen auch anders funktionieren. Ja. Und das ist auch eine jüngere Werkserie, die Serie des Brutblattes. Und Brutblatt ist steht für ist eine Pflanze und hat irrsinnig viele kleine Ableger. Und so ist die ganze Serie aufgebaut, dass in dieser irrsinnig viel passieren darf. Da können Pflanzen rauswachsen, da können Anzünder drinnen sein, die können wie Feuer, Rituale können dargestellt werden. Und das kann auch ein Fußabdruck drin genau, sein. Genau, ja, steht auch für etwas. Ja, kann ja, aber ja. Genauso, wenn ein bisschen Wasser drinnen ist, kann das plötzlich ein kleines Becken entstehen. Ja. Kann wieder was wachsen. Ja. Ich glaube, wir müssen da zurückgehen ja, zu diesem Gebäude. Müssen wir da. Das hast du jetzt neu errichtet? Das ist jetzt in der Corona-Zeit entstanden. Diese Arbeit ist für mich auch wie eine Skulptur, wo irrsinnig, die hat keine Außenwände. Die hat nur diese Säulen und ist für Skulpturen auch wieder irrsinnig spannend, weil es einfach so ein geschützter Raum ist für eine Skulptur, aber gleichzeitig sehr offen ist. Da kann man, ja.
Das ist ein offener Ausstellungsraum. Genau, offener Ausstellungsraum, ja. Und der wird auch wahrscheinlich permanent umgebaut werden, ja. Wie meinst du das mit umbauen? Ja, die Wände werden, die Überlegung ist, dass die Wände wieder vielleicht anders aufgestellt werden, vielleicht einmal ohne Wände, dann kann das ja komplett zugeschüttet, also dass wir Ausstellungsraum werden, aber mit dem Raum dann neue Bildsprache wird dann auch, ja. Was ist das für Arbeit da? Das schaut ja aus wie ein Vogelnest da drin. Ja, keine Ahnung, die hat, ist auch aus der Serie Brutblatt. Ja. Und wo natürlich auch zum Beispiel aus diesen Säcken da war zuerst, also jetzt ist sie eigentlich auch abgestorben, aber da sind Aspirin, Katzenfutter, Samen und inzwischen sind da die Pflanzen rausgekommen und so ist die ganze Arbeit auch ein bisschen angesehen. Man lässt Pflanzen sterben und gleichzeitig kriegen sie einen eigenen Charme wieder dadurch. Ja. Das ist eine sehr frühe Arbeit da. Die heißt, jeder Affe hat einen Christbaum. Und ja. Du hast ja einige Sachen mit Affen gemacht. Ja, mit Affen habe ich eine größere Serie gehabt. Ja. Ich habe immer wieder so Objekte oder Motive, die was dann für eine gewisse Zeit stehen. Ja, die habe ich auch, also ja, die dürften jetzt wahrscheinlich so 25 Jahre alt sein, ja. Glaube ich. Oder vielleicht weniger. Und da hast du einen schönen Lebensraum für die Natur. Ja. Weil eben nur der Weg freigelegt ist. Das andere im Großen und Ganzen verwachsen. Ein bisschen Sonnenblumen hast du auch. Ja. Ja, das ist eigentlich der Ab von dem Aushub, von diesem Dümpel, haben wir so einen Hügel angeschüttet und da ist eine irrsinnig spannende Welt jetzt drin, mit irrsinnig vielen kleinen Pflanzen und Wiesenblumen jetzt da. Und wie schaut das mit den Besuchern aus? Wenn da jemand kommt, kann der da durchmarschieren? Ja, ist eigentlich so gedacht, dass der mehr und mehr öffentlich wird. Aber wie das Konzept jetzt genau für die Zukunft sein wird, bin ich noch beim Grübeln und ob das jetzt da zu gewissen Tagen dann geöffnet wird oder sagt, man hat einen Tag, Wochentag, der was dann geöffnet ist, bleibt mir offen. Das schaut da gut aus, gell? Ja. Ja, das ist der Bambuswald, der was natürlich für die Jahreszeit perfekt ist, weil er angenehm kühl mit sich bringt. Der dichtet schön ab. Ja. So, welche Richtung gehen wir? Ja. So mehrere Wege. Ja. Da sind wieder die Hasen. Immer wieder tauchen die auch bei deinen Arbeiten auf. Ja, das ist eine Arbeit, die heißt Hasenloch. Und das ist also ein Stecksystem, so eine Spielskulptur für Erwachsene, die was man unterschiedlich zusammenstecken kann. Also da hat es Arbeiten gegeben, wo 10, 12 solche Hasen miteinander verknüpft werden. Den kannst du jetzt rausheben, kannst neben den da reinstecken, wo da sind die Löcher. Ja, und so ein Hase hat ca. 35 Kilo und dann ist es schon ganz interessant, wenn man die miteinander verknüpfen muss in einer größeren Form. Ja. Ja. Lauf, Hase, lauf. Das ist einer meiner ersten Arbeiten, wo ich dieses Wachs unter Wasser gezogen habe und wo ich mit dem dann eigentlich für mich jetzt etwas, weil ich die letzten 15 oder 10, 12 Jahren irrsinnig intensiv arbeite mit diesem gesteuerten Zufall. Also die Formen entstehen im Großen und Ganzen mit Wachs. Ja, fast, also jede Arbeit ist eigentlich zuerst ein Wachsmodell. Ja. Und entweder kriege ich das Wachsmodell, das ich eine Negativform anfertige. Also du machst keine Tonmodelle, sondern Wachs? Ich kann auch ein Ton sein. Zum Beispiel die Hasen sind in Ton zuerst entstanden. Und bei dieser Serie, wird das Wachs unter Wasser gezogen und ich lenke das mit meiner Hand dann eigentlich. Ja.
Und ist auch für mich dieser gesteuerte Zufall. Ja, da kommt natürlich jetzt diese Struktur heraus. Ja, ja, ja. Jetzt schauen wir da rein. Schauen wir da mal rein. Ja. Das ist einer der Ausstellungsräume. Ja. So zwischen Lager und Ausstellungsraum funktioniert der Raum. Da sind auch viele Segmente von großen Installationen dabei. Und wo ich dann nur dann erklären kann, also wie die funktioniert und weil die anderen in einem Lager oder was zerlegt sind und Sind, ja. Die werden nicht in einem gegossen, sondern die werden in Teile gegossen. Ja. Gell? Und dann werden sie verschweißt. Ja. Also die Arbeit wahrscheinlich besteht aus, also nur dieser Teil wahrscheinlich aus 7 Teile. Und die was dann miteinander. Und dann spritzt du sie. Ja. Also, ist das Lack oder ist das? Unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel die Bronzefiguren, die kann ich patinieren. Das sind verschiedene Prozesse wie mit Schwefelleber, Schwefelsäure oder Turmalin, dass man Patina erzeugt. Aber zum Beispiel bei Aluminium muss ich das kann man nicht patinieren, sondern da versuche ich das mit verschiedenen Lacken, mit Gipsschlicker, mit Tonschlicker und so eine spannende Oberfläche zu kreieren. Ja. Für mich oft wie eine Malerei eigentlich. Oder auch wie bei dieser großen Arbeit, die ist zwar jetzt in Hartschaum, ist für mich wie eine Malerei. Das ist Lack. Das ist Lack. Das ist eine Lackarbeit, ja, eine reine Lackarbeit, in der verschiedene Lackschichten auftragen werden und ineinander verrinnen. Da ist wieder der Hase hinter mir. Ja. So, da gehen wir zu einem höheren Objekt. Ja. Sind das, verwendest du da Naturmaterialien? Ja, das sind so, die sind lustig, weil das sind auch diese, von Blauregen, die Samenhülsen sind das, ja. Und oder Baumschwämme, die werden dann noch mit Wachs teuflischer umgesetzt. Es werden, wie kleine Wesen werden das dann? Das ist wie ein Muschel. Ja? Wie viele Teile sind das? Was ich glaube so um die, könnten schon um die 30 Teile also zusammengefügt sein. Sind eben so große Teile im Großen und Ganzen. Die dann verschweißt werden. Ja, die haben so circa einen Meter oder einen Dreiviertelmeter und die werden dann. Ist natürlich für einen Guss einfacher, weil wenn es das so gießen würde, das wäre sehr schwierig. Nein, es ist auch die, weil ich halt sehr feinteilige Objekte drinnen habe, die würden wahrscheinlich nicht so schön werden, wenn das in einer zu großen oder einer hohen Form oder was gegossen wird. Wie könnte es das auf einmal überhaupt gießen, wenn da diese Innenräume sind? Es geht schon, aber natürlich ist die Nachbearbeitung, alles wird dann eine Spur komplizierter. Es wird ein bisschen kompliziert, kann man auf diese, wie zum Beispiel, wo ich am Anfang diese Überraschungseier, das sind ja eigentlich die Grundmodelle, so schaut es dann eigentlich, wenn es in der Gießerei drinnen steht, der Guss aus. Ja. Und da wieder zum Beispiel, da habe ich jetzt auch wieder Moos drinnen. Und irgendwann, diese Arbeiten habe ich auch verstanden, die haben so viele Möglichkeiten, so kleine Becken, Höhlen, und dass ich die jetzt permanent von Spinnen oder irgendwas befreie. Insekten. Die muss man einfach drinnen die lassen. Die verschiedenen, da kannst du einfach auch Pflanzen drinnen haben, die nicht weiß Gott wie anspruchsvoll sind. Genau, ja. Ja. Was haben wir da noch? Dort liegt noch eine große, die müssen wir noch anschauen. Grüß euch! Hallo. Das ist zum Beispiel wieder so eine Arbeit, wo die Asteln so wegstehen. Ja. Was willst du, was ist da gemeint mit dem Ganzen? Weil das sind ja fast lauter Holzteile. Das sind verschiedene Holzteile. Das ist eigentlich, die ist auch ohne Titel, aber die hat auch kleine
das könnte fast wie ein Wesen oder was darstellen, ja, mit diesen Beinen unten, diese Holzbeine, dann diese Äste, das könnte irgendwie so ein angeschwemmtes Holz sein auch jetzt da. Aber dabei sind das eben eine gezogenen Wachselemente und inzwischen darf ein bisschen Holz raus. Ja, du, bei den Fantasy-Filmen, wenn ich da so vorschaue, ja. Ich habe noch nie einen angeschaut, muss ich dazu sagen, da kommen solche Wesen dann immer vor, genau. die herauskommen. Ja. Und das ist aber, wie man was sehen möchte. Gell? Ja, ja. Manche sehen, schauen ich überhaupt nicht auf diese... Kopf drin. Ja, ja. Viele sind, nehmen das gar nicht so wahr als Wesen. Manche schauen nur aufs Detail oder gehen auf die kleinen Elemente und... Das ist wie einer zu einer Arbeit dazugehen. Deswegen habe ich bei dieser Arbeit, wo ich fast bei jeder Arbeit auch einen Titel habe, aber die Arbeit ist ohne Titel. Ja. Dann schalte ich mal das Licht an, gell? Wir sind jetzt da im Arbeitsraum. Ja. Oder? Ist das richtig? Es ist so halb jetzt da. Ja. Ich habe jetzt da im Dorf jetzt noch die Tischlerei als Werkstätte, wo ich hauptsächlich jetzt eine Schleife. Von der ehemaligen Tischlerei Fink. Ja. Und deswegen ist da jetzt oft so zwischendrin. Also gewisse Prozesse mache ich dann immer noch da, aber es ist halb. Es ist Ausstellungsraum genauso jetzt da schon. Ist geworden, da ja. Ein Soletti-Rolling oder? Ja, da sind so Halbsolette sind da auch das drinnen. Ja. Aber die sind jetzt zum Beispiel, da wachsen Steine raus aus dem Objekt. Aber das sind ja normalerweise die Salz. Ja, Gesalz. Aber gleichzeitig habe ich die aus diesen mit diesen ja. auch die Steine mit integriert und oder auch Schotter sehr stark. Wenn die Form zerbricht, lasse ich den Schotter in den Guss mit rein. Ja, wie bringst du den mit rein? Das ist wenn ich die Form brechen lasse. Dann, ja. weil ich die Formen ja, dass sie den Druck aushalten, kommen die nochmal in ein Schotterbett rein. Und wenn aber das Metall dann rein darf in diesen Schotter, dann verbindet sie das. Ja. Deine Figuren sind oft ein bisschen witziger, gell? Natürlich, das sind die. Oder zum Beispiel bei dieser Arbeit, bei dieser Brutblattarbeit, das ist von Südafrika, was könnte das sein? Ja, irgendein Mist von irgendeinem von Elefanten. Nashorn. Von Nashorn. Nein, vom Nashorn. Also Elefanten, ja. Ich meine. Nashorn, ja. Ja. Ist ja ganz leicht. Ja. Das hat, der verwendet es zum Herzen wahrscheinlich. Ja, oder? Wahrscheinlich, ja. Oder die sind auch so diese Eier, die was ich dann immer wieder auch in den Performances verwende, wo ich die in Ton einwickle und den Menschen in die Hand gebe, wo sie das brüten müssen, fertig brüten. Und mir gefällt es immer ganz gut, weil diese Verantwortung, ich habe jetzt ein Ei in der Hand, wirklich funktioniert. Die Leute sind konzentriert in der Performance und die kümmern sich darum dann eigentlich. Ja. Oder diese Schlangenhaut, die habe ich immer wieder im Haus, weil natürlich im Winter, wenn sie die Schlangen dann irgendwie den Schutz suchen, habe ich dann auch in der Gastherme oder überall können diese Schlangen heute liegen. Der Aufstieg ist gelungen. Ja. Und das ist ein Raum, wo du an und für sich das entwirfst. Ja, also das ist eigentlich der Lebensraum. Das war das Gebäude, mit 21 Jahren habe ich das gebaut. Und da ist auch noch die Badewanne, wie ich sie damals gemacht habe. Dann ist neben gleich das WC. Und das war alles auch. Großer Raum, ja. Und jetzt ist praktisch, weil... Jetzt ist so, wo man arbeitet und... Wohnen tust du drüben, glaube ich, im Haus. Beides, es ist so beides. Es ist das Elternhaus, es ist so miteinander verknüpft. Also das ist der große Hauptraum, wo man essen, feiern. Und jetzt schauen wir noch auf diese kleinen Skulpturen. Ja, und das ist jetzt die neue Serie, wo ich mit denen möchte Tümpeln bauen. Die sollten eigentlich... wie ein Preis, wenn jemand einen Tümpel baut in seinem Garten, kriegt er so eine Skulptur. Ja, das wird dann auch dokumentiert und wird vielleicht mit einer Performance verknüpft. Und dazu gibt es diese Arbeiten dann. Ja. Also ich will in der Region. Du regst die Leute an, Tümpel zu bauen. Genau. Und dafür kriegt er sogar von dir eine Skulptur. Ja. Naja, vielleicht
gibt es einige Leute, die das aufgreifen. Die Sesseln. Das sind Liebesbriefe von Franz West. Und das ist eine Skulptur, die was ich von einem Galeristen getauscht habe. Und wo ich, das ist eine Stapelskulptur. Ja. Und ich habe sie aber jetzt dann eigentlich auseinandergenommen, wo man dann auf denen sitzt. Und der Fink macht diese Sesseln mit Papiermaché. Ja. Und sind ganz toll, muss ich sagen. Ja. Hat er in Leitersdorf bei der großen Ausstellung einmal welche aufgestellt gehabt. Ja, die kenne ich. Mhm. Ja, ich glaube, ganz ein kleiner Einblick in deine Arbeiten. Mhm. Aber wir haben da auch alte Arbeiten gesehen und neue Arbeiten bis heute, sogar bis zu diesem Anerkennungspreis für Tümpelbauern. Mhm. Ja, werden wir sehen, wann es den Park dann wirklich offiziell eröffnest. Mhm. Für gewisse Zeiten, das kann man natürlich nicht so einfach. Mhm. Ja, wird dich demnächst erfolgen. Ja, gut. Ich sage danke. Dankeschön. Okay. Hinterher. Servus. Ciao.